Es gibt viele alte Rätsel, die wir mit ziemlicher Sicherheit nie lösen werden. Es ist nicht so, dass wir es nicht versucht haben, nur ist es eben so, dass bemerkenswert alte Mysterien und gruselige, längst vergessene, ungeklärte Ereignisse in vielen Fällen einfach zu weit in der Vergangenheit liegen, als dass wir sie ordnungsgemäß untersuchen könnten. Bei Ereignissen, die Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte alt sind, können wir keine Zeugen befragen und den seltsamen Ereignissen auf den Grund gehen. Daher kann man lediglich über viele dieser Geheimnisse unserer Geschichte nur nachdenken und vielleicht auch Hypothesen aufstellen, ohne wirklich eine Antwort zu erhalten. Auf diese Weise bringt es wenigstens ein wenig Unterhaltung, oder? Natürlich würden wir alle gerne wissen, wie sich die Geheimnisse der Vergangenheit tatsächlich abgespielt haben, aber es macht mindestens genauso viel Spaß, mit Freunden darüber zu diskutieren, was eben passiert sein könnte. In diesem Video werfen wir einen Blick auf genau 5 solcher Rätsel, die man mit ziemlicher Sicherheit nie lösen wird. Masken aus Blei. Am 20. August 1966 fand ein kleiner Junge, der auf einem abgelegenen und schwer zugänglichen Hügel außerhalb von Rio de Janeiro in Brasilien einen Drachen steigen ließ, die Leichen zweier Männer. Er rannte den Hügel hinunter und meldete seine Entdeckung sofort der ortsansässigen Polizei. Aufgrund des tückischen Geländes konnten Gerichtsmediziner und Ersthelfer jedoch erst am nächsten Tag den Hügel hinaufsteigen, um die Leichen zu bergen. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, fanden sie eine sehr seltsame Szene vor sich. Zwei Männer lagen nebeneinander und waren teilweise von Gras bedeckt. Das Seltsame daran war, dass jeder Verstorbene einen formellen Anzug und einen wasserdichten Regenmantel trug. Außerdem hatten beide eine Augenmaske aus Blei auf. Es gab keinen vernünftigen Grund dafür, dass sie oben auf dem Hügel den wasserdichten Regenmantel oder die Blei-Augenmasken trugen. Auch die Polizisten schienen augenscheinlich doch sehr verwirrt gewesen zu sein. Neben den beiden Leichen befanden sich eine leere Wasserflasche und ein Päckchen mit zwei nassen Handtüchern darin. Dann gab es noch ein mysteriöses kleines Notizbuch, in dem eine Reihe Anweisungen mit Zeitangaben auf Portugiesisch geschrieben waren. Die grobe Übersetzung der Anweisung ins Deutsche lautet: 16.30 Uhr am angegebenen Ort sein, 18.30 Uhr Kapseln einnehmen, nach der Wirkung Metall schützen, Signal abwarten, Maske. Das hat die Ermittler natürlich noch mehr verunsichert. Die beiden Männer wurden schließlich als zwei brasilianische Elektrotechniker namens Manuel Pereira da Cruz und Miguel José Viana identifiziert. Sie waren zuletzt 3 Tage vor dem Jungen, der ihre Leichen am Hang fand, von ihrer Familie gesehen worden. Doch obwohl der Bericht eines Gerichtsmediziners den Behörden möglicherweise tatsächlich zu einigen Antworten in dem Fall verholfen hätte, erschien der Gerichtsmediziner nie. Naja, zumindest nicht rechtzeitig. Denn das Büro des Gerichtsmediziners in Rio de Janeiro war zu jener Zeit sehr stark ausgelastet. So lagen die Leichen tagelang da und warteten darauf, obduziert zu werden. Als es dem Gerichtsmediziner schließlich gelang, die Sache zu untersuchen, waren ihre Organe zu stark zersetzt, um herauszufinden, ob die Männer vor ihrem Tod nennenswerte Substanzen zu sich genommen hatten. Seitdem ist die Entdeckung dieser beiden Männer einfach nur ein bizarres Rätsel. Patomsky-Krater. Im Jahre 1949 entdeckte ein russischer Geologe namens Vadim Kolpakow einen riesigen und äußerst bizarren Krater in einem ländlichen Teil Südostsibiriens, unweit des Baikalsees. Diese Felsformation ist als Patomsky-Krater bekannt und obwohl sie massiv und völlig einzigartig in der Region ist, haben Geologen und andere Wissenschaftler absolut keine Ahnung, wie sie dorthin gelangt ist. Der Krater ist nun im Grunde ein sehr großer Hügel, der aus zerbrochenen Kalksteinblöcken besteht. Er liegt an den Hängen des russischen Patom-Hochlands im Gebiet Irkutsk. An seiner Basis beträgt der Durchmesser des Kraters etwa 158,5 Meter. Seine Ausläufer sind mehr als 12 Meter hoch. In der Mitte des Kraters befindet sich ein Kegel mit einer ringförmigen Krone. Und die Höhe dieses kleinen Hügels ist fast genauso hoch wie die Außenwände des Kraters. Das Ganze ist absolut riesig. Sein Innenvolumen wird auf weit über 226.000 Kubikmeter bemessen und sein Gewicht wird auf etwa 500.000 Tonnen geschätzt. Doch obwohl es so groß und im Vergleich zur übrigen Umgebung so unglaublich fehl am Platz ist, weiß niemand, wie es dorthin gelangte oder woher es kam. Es gibt natürlich Theorien, von denen die führende darin besteht, dass es sich um einen Meteoriten handelt, der mit vergleichsweise moderater Geschwindigkeit auf der Erde landete. Andere behaupten, er sei auf vulkanische Aktivität zurückzuführen oder sei sogar auf eine tiefe Tasche mit ungewöhnlichem Erdgas zurückzuführen.
Die bekannteste Theorie besagt, dass der Potomsky-Krater ein abgespaltener Brocken desselben Meteoriten ist, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts im nahegelegenen Tunguska landete. Aber wenn das der Fall wäre, würde das mittlere Alter des Kraters nicht übereinstimmen. Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass er etwa 300 Jahre alt ist. Das stimmt nicht mit dem Krater in Tunguska überein, da dieser erst etwa 40 Jahre alt war zu der Zeit, als die Messungen vorgenommen wurden. Unabhängig davon ist bis heute völlig unbekannt, welches Ereignis den Potomsky-Krater wirklich verursacht hat. Wissenschaftler forschen auch heute noch an diesem Krater, um zu sehen, ob sie mehr darüber erfahren können. Aber bisher gibt es absolut keine Hinweise auf Antworten, die all diese Fragen beantworten könnten. Das Verschwinden von Flug 19. Am 5. Dezember 1945 verschwanden 5 Avenger-Torpedobomber, die für die US-Marine als Flug 19 auf einer Mission direkt vor der Küste Floridas flogen, vollständig, und man hörte nie wieder etwas von ihnen. Die 5 Bomber waren zu einem Trainingsflug von der Naval Air Station Fort Lauderdale in Südflorida aus losgeschickt worden. Irgendwann während des Fluges verlor der Hauptnavigator im ersten Flugzeug jedoch die Orientierung. Die Flugzeuge wussten scheinbar alle nicht mehr, wie sie zum Festland zurückfinden konnten. Tragischerweise wurden die Flugzeuge nie wieder gesehen und alle 14 Männer, die an diesem Tag zur Besatzung dieser 5 Flugzeuge gehörten, waren für immer verloren. Hier beginnt die Geschichte allerdings etwas merkwürdig zu werden. Es wurde ein Martin PBM Marineflugboot losgeschickt, um im Rahmen einer Bergungsmission nach den Männern zu suchen. Und auch dieses ging zusammen mit seinen 13 Besatzungsmitgliedern bei der Suche nach Flug 19 verloren. Es gibt diverse Theorien darüber, was mit Flug 19 passiert ist. Einige sagen, dass die schwierige Situation im Bermuda-Dreieck der Grund für das Verschwinden dieser Flugzeuge war. Andere sagen, sie seien von Außerirdischen angegriffen worden oder haben andere, noch ausgefallenere Theorien. Die am weitesten verbreitete und wahrscheinlich sogar noch vernünftigste vorherrschende Theorie besagt, dass der Flugleiter, Leutnant Charles Taylor, Schwierigkeiten mit der Navigation hatte, weil sein Kompass nicht mehr richtig funktionierte. Dann glaubte er wahrscheinlich fälschlicherweise, dass es sich bei einer Reihe kleiner Inseln östlich des Landes um die Florida Keys im Süden handelte. Also machte er sich weiter auf den Weg über das offene Meer und weg vom Land. Was das PBM-Suchflugzeug betrifft, so geht die Marine offiziell davon aus, dass es bei einer Explosion in der Luft während der Suche verloren gegangen ist. Das Merkwürdige an der ganzen Sache ist natürlich, dass nie Teile des Flugzeugwracks oder irgendwas anderes gefunden wurden. Nichts, absolut nichts, wurde an Land gespült. Es gab keine Trümmer oder Überreste. Nichts dergleichen wurde jemals entdeckt. Bis heute hat niemand eine Ahnung, wo oder ob sich die Flugzeuge und die Männer, die darin ums Leben kamen, irgendwo auf dem Meeresgrund befinden. Das tatsächliche Schicksal der beteiligten Besatzungen und der genaue zeitliche Ablauf der Ereignisse an jenem Tag werden wahrscheinlich für immer ein Rätsel bleiben. Max Headroom. In der Nacht des 22. November 1987 erlebten die Fernsehzuschauer in Chicago, Illinois, ein ziemliches Spektakel. Eine unbekannte Person hat 2 verschiedene Rundfunksignale in der Großstadt des Mittleren Westens gekapert und ihre Identität ist bis heute unbekannt. Zuerst kam es zu einer kurzen Kaperung eines großen Netzwerkes. Es war die Nachrichtensendung um 21 Uhr für WGN-TV. Der Sender befand sich mitten in einer Sportsendung, als plötzlich eine Person auf dem Bildschirm erschien, die eine Max Headroom-Maske trug und merkwürdig seltsam vor einer Metallplatte schwankte. Es gab ein lautes Summen, das den Sendungshacker begleitete. Die Unterbrechung dauerte jedoch nur 17 Sekunden, da die Ingenieure von WGN an diesem Abend aktiv arbeiteten und diese Mitarbeiter die Kontrolle über ihren Kanal zurückgewinnen und die Bildschirme wieder auf ihre eigene Sendung richten konnten. 2 Stunden später kam es zum zweiten und viel größeren Einschnitt in die Sendung. Diesmal allerdings auf dem PBS-Tochtersender WTTW, während der Ausstrahlung einer Doctor Who-Folge mit dem Titel Horror of Fang Rock. PBS hatte zu diesem Zeitpunkt keine Ingenieure im Dienst, da sie lediglich vorgefertigte Shows sendeten. Daher war die Signalübertragung nachhaltiger und dauerte insgesamt mehr als 90 Sekunden. Als die maskierte Figur von Max Headroom auf dem Bildschirm erschien, machte sie bizarre Anspielungen auf Dinge wie New Coke, die Zeichentrickserie Clutch Cargo oder einem lokalen Sportreporter aus der Gegend von Chicago und anderen absolut zufälligen Themen. Dann schlug die Hand einer Frau mit einer Fliegenklatsche auf den nackten Hintern der maskierten Gestalt, während er schrie: „Sie kommen, um mich zu holen."
Anschließend beendeten die Unbekannten ihre Senderübernahme und verschwanden in der Unbekanntheit. Wer auch immer hinter dem Max Headroom-Stunt steckte, wurde nie gefunden. Die Federal Communication Commission untersuchte die Aktion, konnte jedoch nicht herausfinden, wer sie begangen haben könnte und welche Motive er hatte. Jetzt, fast 50 Jahre später, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir jemals in Erfahrung bringen werden, wer hinter dem für damalige Verhältnisse schockierenden und äußerst willkürlichen Hackerangriff steckte. Auch wenn es sich um einen harmlosen Streich handelte, waren die FCC und die großen Fernsehsender zu Recht besorgt, dass andere Hacker solche Aktionen für schändliche Zwecke nutzen könnten. Und dann kamen die sozialen Medien auf und im Prinzip kann jeder nun dasselbe, jederzeit für jedermann im Internet sichtbar nachmachen. Aber damals war das schon eine echt große Sache, da die größten Werbepartner unglaubliche Beträge für Fernsehwerbung zahlten. Und wenn gerade deren Werbespot nicht kam, wegen jemandem, wie in diesem Vorfall, dann wäre das schon extrem ärgerlich und kostspielig. Ihr seht, es geht fast immer ums Geld. Die verlorene Kolonie Grönland. Die Nordmänner besiedelten Grönland etwa im 10. Jahrhundert oder etwas davor. Während der nächsten etwa 500 Jahre hielten sie eine aktive Kolonie in dieser unbarmherzigen und eiskalten Gegend. Doch dann, ganz am Ende des 15. Jahrhunderts, verschwand diese Kolonie vollständig. Alle Menschen dort gingen einfach weg und ließen einen Großteil ihrer Vorräte und andere Dinge zurück, als ob sie sich einfach in Luft auflösten. Heute, weit über 500 Jahre nach dem vollständigen Verschwinden der Kolonie, sind Historiker und Archäologen immer noch uneinig darüber, warum es überhaupt dazu kam und was aus den Menschen wurde, die damals dort lebten. Es gibt viele konkurrierende und zum Teil sehr widersprüchliche Theorien darüber, warum die Kolonie Grönland verloren ging. Einige glauben, dass Umweltveränderungen das Leben dort schwieriger machten und die Menschen zur Flucht zwangen. Andere glauben, dass lokale Inuit und andere indigene Bevölkerungsgruppen die Kolonie in so großem Ausmaß überfielen, dass Menschen ermordet und gefangen genommen wurden. Wieder andere meinen, dass die Kolonialisten im Laufe der Zeit durch mangelnde Unterstützung seitens der europäischen Nordmänner frustriert waren und sich dann irgendwo auf die Suche nach einem neuen Leben machten. Manch einer geht sogar davon aus, dass eine Pest dort grassiert haben könnte. Der bizarrste Teil des gesamten Mysteriums ist allerdings, dass die Menschen die Kolonie offenbar auf sehr geordnete und maßvolle Weise verlassen haben. Wären Inuit-Überfälle für das Verschwinden verantwortlich, wäre die Kolonie selbst wahrscheinlich verwüstet worden und katastrophale Zustände wären die Regel gewesen, als Wikinger-Seeleute später darauf stießen und feststellten, dass sie verlassen war. Es wurde jedoch nichts verwüstet und die heutigen archäologischen Beweise dieser alten Farmstandorte deuten nicht auf Anzeichen eines Angriffs hin. Auch ein Hungertod gilt als sehr unwahrscheinlich. Waren die Kolonialisten vielleicht so verarmt, dass sie einfach nur in ein besseres Land weiter südlich fliehen wollten? Sind sie der schwierigen Umstände ihres Lebens in Grönland überdrüssig geworden? Es ist jetzt so viele Jahrhunderte her und wir werden die Antwort mit ziemlicher Sicherheit wohl nie erfahren. Was haltet ihr von solchen unheimlichen Ereignissen? Mich persönlich hat am meisten die Geschichte mit den Bleimasken gefesselt. Ob die beiden vielleicht dachten, sie würden sich mit Aliens treffen oder eine Zeitreise machen? Schließlich waren die beiden Elektrotechniker. Und was haben die beiden da geschluckt? Mehr als merkwürdig, oder? Schreib mir mal in die Kommentare, welche dieser Geschichten dir am besten gefallen hat und auf jeden Fall auch, was du über die beiden Männer mit den Bleimasken denkst.